Bei einem Angriff auf eine Universität im Nordosten Kenias sind nach Regierungsangaben mindestens 70 Menschen getötet worden. In anderen Berichten ist von bis zu 150 Toten und zahlreichen Verletzten die Rede. Anhänger der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz hatten die Universität in Garissa am Morgen gestürmt und sich mit Geiseln verschanzt. Vier Angreifer wurden offenbar erschossen. Das Innenministerium hat eine nächtliche Ausgangssperre über mehrere Regionen verhängt. Schüsse aus dem Inneren des Universitätsgebäudes von Garissa im Norden Kenias. Am frühen Morgen stürmen Kämpfer der somalischen Terrorgruppe Al-Shabaab den Campus. Die meisten Studenten schlafen noch, hatten nicht mal Zeit, sich etwas anzuziehen. Wir haben Schüsse gehört, da war es 5 Uhr morgens. Wir sind alle um unser Leben gerannt. Leider sind manche von uns den Angreifern direkt in die Arme gelaufen. Mindestens 70 Studenten sollen die Terroristen getötet haben, christliche Studenten. Manche schweben noch in Lebensgefahr. Wie viele Geiseln die Terroristen noch in ihrer Gewalt halten, ist unklar. Noch hat das Militär die Lage nicht im Griff. Der kenianische Innenminister drückt es diplomatischer aus. Wir haben 90% der Gefahr gebannt. 4 der Terroristen wurden getötet. Wie viele Terroristen es insgesamt sind, ist nicht bestätigt. Die Al-Shabaab verübt seit Jahren immer wieder Anschläge in Kenia, aus Rache, wie sie sagen, weil Kenia der somalischen Regierung bei der Bekämpfung der Terrorgruppe hilft.